Ja, Game. Kriege ich nie genug von. Ja, ich also. Schon letztes Mal. Ja, ich habe also mir ein Game ausgesucht, das nennt sich Bastion und ist eigentlich nicht ganz so bekannt. Vielleicht kennt ihr das, aber allgemein ist es jetzt nicht so ein, so ein Riesenkracher-Titel, den jeder kennt. Es ist auch nicht mehr ganz so neu, also es ist von 2011, gibt es auch auf verschiedenen Plattformen. Ich spiele es natürlich auf Steam, hey, ich bin nämlich PC-Gamer. Und ich habe also hier schon, lass mal gucken, was vorbereitet, lass mal schauen, genau. Ich glaube, ich muss ein neues Profil. Jetzt wird hier gezockt. Ich glaube, ich bin ja gleich ganz überflüssig. Naja, ich muss ja auch erzählen, worum es geht. Aber ich muss jetzt interessiert mich ja auch. Gucken. So. Also du siehst hier schon den Screen, ist ja super. Fangen wir doch einfach mal im Normalmodus an. Du-di-du. So. Da erzählt gleich einer. Ich hoffe, ich kann gleichzeitig erklären. Ain't so simple with this one. Now here's a kid whose whole world got all twisted. Leaving him stranded on a rock in the sky. He gets up. So. Sets off for the Bastion, where everyone agreed to go in case of trouble. Genau, jetzt hat er zu Ende geredet, jetzt kann ich ein bisschen was sagen. Und zwar ist das halt, in Bastion geht es darum, dass die Welt zerstört wurde von einer Katastrophe. Und du bist halt dieser Kid, der aufwacht und im Grunde alles erkunden muss, so wie wir jetzt, ne, als Spieler. So, und das Geile ist, also ich finde das absolut geil, dass dieser Erzähler in so einem Western-Stil alles kommentiert. Hört sich nach einer Pfeife auch an. Ja, ne, also so richtig lässig cool, so, und ich liebe das. Und nach und nach findest du hier also Waffen und so. Und also die Welt baut sich jetzt auch Stück für Stück wieder auf. Genau. Die zerstörte Welt ist halt in wirklich kleine Teile geteilt und im Grunde Ziel des Spiels ist, dass du halt die Welt wieder, ja, mehr oder weniger zu, wieder Teile sammelst, dass es wieder zusammengefügt als Ganzes. Auf jeden Fall ein sehr schneller Spieleinstieg in der Hinsicht, also direkt der Hauptcharakter und direkt geht's zum Loslaufen. Genau. So, also das Geile ist, ich mache jetzt einfach mal, ich hau jetzt alles kurz und klein und ihr werdet sehen, dass... Solange du es nicht auch im realen Leben machst. Kid just rages for a while. Ja, habt ihr das gesehen? Also der Erzähler passt sich deinen Aktionen an. Was ich absolut geil finde. Also du fühlst dich wirklich so, als würdest du die Story spielen. Es ist ja im Grunde ein Hack'n'Slash-RPG. Wobei RPG eher weniger, weil du einer einzigen Story folgst. Mhm. Aber durch dieses aktive Kommentieren des Sprechers fühlst du dich, als würdest du diese Story wirklich spielen, ne? Komplett als... Also sehr von den ganzen Aktionen abhängig. Genau, also das ändert, das passt sich halt an. Und das finde ich sehr, sehr cool. Kids worked up quite a thirst by now. Das finde ich voll cool, wie die ganzen Teile mal reingeflogen kommen. Ja, apropos Teile, also man muss dazu auch sagen, dass dass so ziemlich alles handgezeichnet ist von einer Zeichnerin namens Gen Z auf DeviantArt zum Beispiel. Also daher kenne ich die. Das ich habe die Artworks auch schon gesehen davon, ja. Ja. Ja, schon, das sieht man auch einfach an den ganzen Gegenständen. Das ist halt eben jetzt echt keine Klötzchen-Computergrafik. Ja. Nee, es ist also wirklich handgezeichnet und man sieht halt die Liebe zum Detail und es ist so richtig bunt und... Ach so, hier muss ich noch gar nicht rein. Ups. Reden und spielen geht auch nicht. Zeichnen und spielen geht nicht. Reden und spielen geht nicht. Das sind doch schon die Fragen. Da dachte man, es geht besser. So. Okay. Wo muss ich denn jetzt lang? Das habe ich ganz vergessen. Eigentlich muss ich doch... Ach ne, hier. Falsch. Einfach weiter. Einfach weiter. Genau. Nee, hier geht's nicht weiter. Ey, kaputt. Ach, jetzt kann ich rein. Siehst du, ich musste dahin. Wusste ich's doch. Ja. Was so oft spielt, ist auch durcheinander, ne? Ich hab das jetzt etwa... Das ist mein dritter Durchlauf. Ja, also das Game an sich ist ziemlich kurz. Das muss ich schon vorweg sagen. Es ist ein kleines Game, ne? Mhm. Und dadurch ist es halt nicht... Also man darf da nicht erwarten, dass man hunderte von Stunden spielen muss. Bis man durchkommt. Recht günstig zu erwerben, ne? Es ist ziemlich, ja, ich glaube, es ist so 14,99 oder so.
Und genau, jetzt kann ich mich verteidigen. Poink. Okay, also draufhauen kannst du mit allen Sachen. Ja, also du kriegst nachher auch andere Waffen, wo dann sich der Playstyle sich ändert. Ah, okay. Also du kannst zum Beispiel nachher eine Machete kriegen, mit der du viel schneller zuschlagen kannst, beispielsweise, was auch meine Lieblingswaffe ist. Whoops, das sind mir jetzt zu viele. Ich hab mein Special noch nicht. Du darfst doch jetzt noch nicht sterben. Die Leute. Ich weiß. Aber ich. Also, du kriegst nachher noch so Special Moves und die habe ich noch nicht. Ich bin gar nicht gewohnt, den Anfang wieder zu spielen. Also, ich bin gewohnt, alles zu können. Okay, klar, wenn man die ganzen Waffen schon hatte und alles Mögliche. Ja, da ist man ziemlich einiges gewohnt. Aber, also, wie gesagt, das ist echt super. Und man macht sich vielleicht Sorgen, dass es nach einer Weile langweilig wird. Ups, weil man natürlich, man meint, so Hack'n'Slash, das wird nach einer Weile, das wiederholt sich, aber... Ah, oh Gott, nein! Okay, ich bin doch gestorben. Ich hab zu viel geredet, oh, ich hab nicht richtig hingeguckt. Ach so, was? Guck mal, geh direkt weiter da. Okay, na gut, von mir. Peinlich. Ja, und über Steam kann man das auch mit mehreren Charakteren spielen oder immer nur alleine? Das ist nur alleine, aber es ist halt, wie gesagt, ein kleines Spielchen, was halt sehr schön... schön anzusehen ist. Hier zum Beispiel, jetzt lasse ich den Erzähler wieder was sagen. Oder? Sonst sagt er das nicht. Also ist auch nur, wenn du das dann machst. Ja. So, dann gehen wir mal zum Fenster hier. Ja, also ich finde, es wird auch nicht langweilig. Egal wie oft ich das spiele, es ist halt immer irgendwie... Das sieht echt ganz cool aus. Ich mag wirklich halt eben gerade diese Welten, wie sie aufgebaut sind. Mhm. Also es ist auch sehr abwechslungsreich, wenn man dann andere Stages kriegt, also andere Levels. Ach so, ja halt, jetzt muss ich überlegen. Okay, jetzt heißt auch wieder angreifen und dann auch die Sachen kaputt hauen. Genau. So, jetzt muss ich mal... Right back at you. Haha, so sieht's aus. Kannst also mit dem Schild abwehren und... Ich glaube, ich das auch noch holen soll. Zack! Nicht, dass ich die Zeit dafür hätte, aber hat man ja nie. Also es lohnt sich. Es ist auf jeden Fall klein und fein und man muss natürlich auch die kleinen Studios irgendwie unterstützen. Das finde ich immer super. Ja. Oh, jetzt hat er sich falsch umgedreht. Ey, an den muss es... Genau, so. Ah! Ich war zu übereifrig. Immerhin sagt sogar der Erzähler wieder dazu etwas. Ja, der sagt halt überall was zu. Poink, poink. Ach, das war zu langsam. Wieder zu langsam. War auch cool, irgendwie, dass man unten drunter noch diese Karte sieht. Ja, ja, ja. Und wirklich diesen zerstörten Gegner. Ah, jetzt glaube ich, kann ich. Genau, jetzt. Halt, nee, das wollte ich nicht. Das kann ich jetzt machen. Na, Rundumstoß. Genau, jetzt habe ich mein Special. Und jetzt, wenn ich umringt werde. So. Ja. Oh nein, ich blamier mich so. Ach Quatsch. Es ist auch so, dass jetzt sind wir natürlich im Intro mehr oder weniger. Nachher kommt es dazu, dass du eine Bastion hast, darum geht es ja in erster Linie, und dass du diese dann auch ausarbeiten kannst. Also du hast so dein Zuhause, wo du dann Sachen bauen kannst mit den kleinen Kristallen, die du sammelst. So eine eigene Insel, mehr oder weniger. Genau, und du kannst dann halt diese Sachen, wie hier dieses Waffenlager und ich glaube hier die Distillerie hier, Distille, kannst du bauen in deiner Bastion. Ah, okay. Und das gibt dir halt hier zum Beispiel Bonus-Sachen, hier kritische Treffer, maximale Gesundheit, absorbiert lose Fragmente, also das kannst du dir dann aussuchen. Mhm. Ich mach mal maximale Gesundheit, weil ich so oft gestorben. Peinlich. Ja, das bringt dir nichts, wenn du da runterfällst. Ja, gut, das stimmt, aber... Ja. Genau. Und hier, wenn du dann nachher ganz viele Waffen hast, kannst du dir aussuchen, was du davon benutzt. Hm. Ich mag meine Machete, die ich noch nicht habe. Und also den Bogen finde ich auch ziemlich klasse. Und hier kannst du dann deine Specials auch aussuchen. Tanzender Schuss, Wirbelwind. Manche kannst du natürlich nur machen, wenn du die... wie sagt man, die Waffen... trägst. Also hier zum Beispiel, wenn du keinen Bogen bei dir hast, kannst du natürlich den tanzenden Schuss nicht machen. Mhm. Ne? So, aber mal gucken. Ich glaube, man hat mehr oder weniger schon eine Idee davon gekriegt, wie es hier ist. Ich glaube, bis zur Bastion komme ich heute nicht mehr. Aber ich glaube, vielleicht spiele ich nachher weiter. Also wer Bock hat, kann vielleicht nachher noch ein bisschen. Ich mach mal Schluss jetzt. So, zurück zum Hauptmenü. Auf den ersten Einblick reicht es ja auf jeden Fall. So.
es speichert automatisch, das heißt, ich kann nachher dann einfach wieder da anfangen, wo ich war. Oh, prima. Ja, dann machen wir mal. Haben wir nichts zu tun nach Sendungsschluss. Ja, also das war jetzt Bastion. Ich hoffe, euch hat das gefallen. Mir persönlich, also es ist einer meiner, wie sagt man, nicht, also all-time-favorites. Nicht all-time-favorites, aber man kann es halt zwischendurch einfach mal wieder anmachen und ein bisschen spielen. Und das ist so locker, kann man mal eben machen. So. Und das, ich finde es halt vor allem süß. Und dieser zeichnerische Stil ist besonders schön, finde ich. Ja, also ich weiß ja auch nicht, wie es für andere ist, aber auch für mich jetzt als Zeichner ist ja auch schon auf jeden Fall ansprechend. Ja, okay. Ja, dann, das war's erstmal von dir, ne? Bin wieder weg. Wir sehen, aber ganz am Ende sehen wir dich wieder, ne? Genau. Okay, danke, dass du da warst. Und bis zum nächsten Mal. Ja! Also gleich.